Okay. Hi, I'm Daisy. Ja, heute werden wir eventuell sogar mehr vom Zeitplan sein. Ist auch mal in Ordnung. Hier, wir gehen mal live. Ja, bis hier oben. Was ist Cosplay Inc? Controller oder Tastatur? Tastatur wahrscheinlich, ne? Aber deine Arme sind zu ripped. Ich weiß es nicht, ich hab das einmal gespielt. Kurz mal. Da muss ich über sehr. Hallo, du hast allerdings. Kann ich das. Ah, ne, du kannst es über deinen. Muss ich anmelden wieder. Oh. Weil ich das Spiel ja nicht hab. Schwer. Dunk! Ich hab das Spiel ja nicht. Aber ich hab schon runtergeladen. Also. Aber ich hab's ja. Ich hab's ja über Serdar runtergeladen, aber ich kann ja schlecht über Serdar jetzt anmelden. Weil er ja über seinen eigenen. Tantri kaufen ist immer mega awkward. Wo ist denn jetzt mein Handy schon dabei? Weil entweder ist das voll wenig und ihr denkt, was ist das für ein Lappen? Du meinst? Oder ist das voll viel und ihr denkt, was ist das? So viel kann man doch gar nicht eben. Wie hat er das hier rüberbekommen? Warum kannst du nicht ins Mittelstück? Ja, da kann ich den Game spielen. Warum verkauft ihr? Achso, ja klar. Wahrscheinlich den Kopf. Weil ansonsten muss ich den Lappen. Das ist gemeingefährlich in der Kante. Weil da kein anderes Kissen drin ist. Also keine andere Matratze runter. Hier lagen eigentlich so Dinger. Ich weiß nicht, wo die sind. Was für Dinger? Dinger, was habe ich falsch geschrieben? So Dingerchen. Was suchst du? Die, die Mike hat? Du meinst die Yu-Gi-Oh! Karten, die Minu mir schon gegeben hat? Hast du schon gegeben? Okay, alles klar. Na denn. Was ist das hier? Jetzt sehe ich aber gar nicht beide, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Beide gucken. Tja. Ja, es ist sinnvoller, wenn man beide sieht. Geht es eigentlich nicht? Also, sieht man. Kann sich natürlich auch davor stellen. Setzen. Davor, aber das Problem ist, reicht das vom Kabel alles? Ja. Achso, nehmen wir das wahrscheinlich nicht. Okay, dann musst du da. Ansonsten, also Stromkabel ist mir nicht so wichtig. Kann sich halt seitwärts setzen, damit die auch bei dir gucken kann. Ich weiß es nicht. Aber im Stream wird man nur einen sehen. Ja, das ist ja egal. Also was ich von Hack gehört habe, wird das toll, das Spiel. Das ist so toll. Ja, alles gut. Ich gehe dann mal hier weg. Ich nehme dann mal in die Controller hier mit. Also hier der Fernseher oder ein Stück da hinten stellen, oder? Ja, das wäre halt eine Möglichkeit. Nee. Das ist eine Ignitionssteckdose. Jo. Brauche ich das gar nicht zu machen. Du musst einfach den Augen nicht mehr glauben, dass ich jemand schicken kann und so. Das ist so witzig. Hack, ich hab Pipi und so. Mit wer denn dieses scheiß Layout gemacht? Kein einziges Spiel passt. Ja, dann müssen wir das über euch machen. Ach, keine Angst, wir schmeißen schon nichts runter. Ja. So wie das Mikrofon. Nichts. Dabei habe ich nur einmal gespielt mit 1,20 irgendwas. Also ich finde es auch bei 5 Stunden nach so einem Stunde. Man kann halt eventuell so machen. Aber ich glaube, man sieht nicht viel. Vor allen Dingen mit der Auflösung. Oder ja, ist das schlau? Ich weiß nicht. Kass, ich glaube, du musst noch mal reingucken, ob der Schaub drin ist. Willst du das Spiel gerade mal nur Einzelplayer starten wegen Audio? Ja, wie mache ich das? Ach, Chat muss ich nochmal gerade aufmachen. Achso, nein, ich kann leider auch nicht sagen, was los ist. Ich sehe nur den Lokführer draußen rum. Spieltitel, hast du recht, Mango Mario. Spieltitel ändern. Man schreibt das Spiel doch groß, ich dachte, man schreibt das Spiel klein. In Steam wird es klein geschrieben. Ja, in Steam. Aber Twitch ist nicht so schlau und schreibt es dann auch klein. Also ihr könnt ja sagen, ob ihr die Webcam so haben wollt, ansonsten machen wir die ja wieder auf uns drauf. Das ist alle Lösung. Nee, ich hab, das ist das, was ich mir selbst gemacht habe. Also alle Stellen, wo man halt klitschen kann und so weiter. Ich habe keine PowerPoint-Präsentation ausgearbeitet. Das brauchen wir, Milo. Okay, aber ich wollte mir anschauen. Ja, kannst du danach... Du siehst gleich die Live-Demonstration dazu. Ich meine, jetzt habe ich alles ausgedruckt, damit ich irgendwie weiß, wo was ist. Du hast Farbe. Krass. Falls irgendwas vergessen geht. Der ist professionell, aber... Nee, warte mal, ich muss ja erstmal. Du musst mich erstmal einladen, ne? Ja. Ich überleg grad. Was ist meine Maus? Maus, wo bist du? Oh nein, die Maus ist weg. Ja, ist die Maus.
Da ist die. Muss ich auch erstmal wieder online gehen? Schrecklich. Nein! Ich bin doch so gerne off hier. Lautstärke könnte gerade mal sagen, das ist gerade noch ein bisschen links im Hintergrund, aber passt, glaube ich. Ansonsten können wir es während des Spiels ändern. Oh, ich glaube, das war jetzt hier falsch. Ja. Hä, hey, ich habe ja Freund einladen. Oder? Spiel. Ja, Freund einladen, genau. Warten auf andere Spieler. Hä? Hä, du musst mich doch erstmal. Ja, wie, ich tippe doch auf einladen, so. Das ist ein Highlight. Kannst du nicht über Steam einladen? Ja, muss ich mal gucken. Vor einer Stunde hast du gebucht. Spielen. Aber. Hey, sorry, jetzt sitze ich hier. Wir haben jetzt gepostet. Muss ich sagen. Hier zum Spiel einladen. Achso, hier. Ganz komisch, ich fand hier. Wieso kann ich nicht abklicken? Shift-Tab. Dann los, geht mal sagen, wir Steuerung gut drücken, dann startet der Timer. Ja, erstmal gucken, dass das auch alles. Oh nein, ich bin so viel zu nervös. Ach Quatsch. Da sind so viele Augen, die gucken mich an. Ja. Oh, das sind keine Augen. Boah, das ist echt blöd. Guck, so viele Augen. So hier hinstellen, warte. Ich kann ein Herz mein, so ungefähr. Ein Toast war das. Ja, so ein Toast gemeint. Hack hast du, ne? Ein bisschen. Erstmal fahr das mal. Also, ich bin ob. Das Wer ist ob? Das ist der Pinke. Logisch. Und? Weil ein Rosa ist auch. Ob. Ein O. Ein O, und der ist so leicht lila, pink. Deswegen. Und ich. Und Ip ist grün, und grün sind zwei Ü-Punkte. Und Ip ist ein Ü-Punkt. War hier denn noch ein Ton? Ich habe keine Ahnung, ob hier Ton. Warte mal. Nee, hier ist gerade kein Ton. Sonst würden wir ja hören, wenn das hier wobbelt. Jetzt ist Ton da. Also, Tama schatten oder was? Ja. Atmen ist es zu laut. Wahrscheinlich. Kann sein, dass es ein bisschen laut ist. Ich kann malen. Los geht's, Buch war viel zu leise. Das Buch war viel zu leise. Ich weiß nicht. Ich hab gerade ein Buch geschickt. Kann ich gerade auch nicht, ehrlich, gerade nicht ändern. Scheiße, ich hab quasi. Selber, du bist so schnell. Ich hab vergessen, Pico anzuschreiben. Entschuldigung. Was er wollte? Er wollte irgendwas. Ich hab vergessen. Sonst kannst du mal ein Gameback schreiben, wenn du kannst. Ups. Hilfe! Also, du bist. Mark ist. Rosa. Ja. Ist ja wohl logisch. Hallo, grün. Oh, man kann sich Speedboost geben. Hier, grüne Jacke, sehr tragisch. Und blau wegen. Oh, Serdra! Entschuldigung, einfach durchlaufen. Speedruns bleibt. Wenn einer stirbt, dann kommen wir beide zurück, oder? Ja. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob Start funktioniert. Aber es hat auch funktioniert. Ich meine, du hast mal Start gedrückt. Nein, ich stütze es nicht, ne? Ich kann ganz einfach stehen bleiben. Ich glaube, soweit war ich nicht mehr. Doch, soweit war ich. Aber ich kann mich an die blauen Viecher gar nicht erinnern. Sind die beim ersten Mal? Oh. Ja, ich wollte drauflaufen. Sind die blauen Viecher beim ersten Mal da? Ja, ist alles beim ersten Mal da. Kann mich nicht daran erinnern. Wann kommt denn das erste? Später, ne? Das erste kommt bei Level 3. Nee, das kommt bei Level 2. Hier, jetzt bin ich so gewöhnt, hier zu splitten, aber es geht gar nicht. Stimmt, wir sind gar nicht wie gut wir jetzt sind. Oh. Ja, Global Time. Ja, 1:3, ich glaube, wir sind 20 Sekunden langsamer als sonst. Genau, bei dem Pinken kann ich nur durch und beim Grünen kann. Entschuldigung. Ist ja dran durch. Wer bringt die gar nicht um? Warum ja, auch? Schnelle Rennerstrategie. Das ist doch Speedrun und so. Muss man die mitnehmen? Für den Glitch? Die kleinen gelben? Nee, die nerven einfach nur. Ach, geschafft. Das war ja fast Portal-Logik gerade. Mhm. Dieses Auto. Portal. Gehst du runter? Nein! Nein! Ja, okay, nein! Okay! Achso, du meinst das mit unten, ja. Ja. Nein, puh, ich hab's geschafft. Warte. Nein. Am liebsten kaputt.
renn einfach. Renn. Irgendwie ist das Spiel voll trippy. Ah, ich bin ein Idiot. Wieso machst warte, du das bleib auch? Da oben, bleib oben. Weiß nicht, war zu schnell. Ah, hier ist ein Boppel, der nervt. Ja, hier. Hier drin. Also denkst du, musst jetzt hier. Geschafft. Okay, perfekt. So, okay, und jetzt kommt das erste Mal, wo wir irgendwie was Doofes machen. Ja, gleich kommt was. Das ist dann sehr interessant. Da müsst ihr gleich mehr bei Cedra gucken als bei mir. Erklärt ihr das? Ja. Sehr schön. Weil das ist jetzt noch nicht wirklich verbuggt. Das ist jetzt einfach nur... Ja, voll. Es geht halt. Bis zum ersten Glitch dauert es noch. Ach, war. Ich hab Angst. Steige aus dem Bett. Du kommst bitte raus. Auf. So, okay. Nein, du darfst nicht in Limbo. Bleib draußen. Geh raus aus dem Limbo. Vergessene Bucht in Mario Party 6. Wieso kann ich nicht? Jo, danke, Watcha, für die 15 Euro. Ich denke dann, du musst hier einfach nur von mir oben abspringen dann. Achso. Ja, okay. Guck, Hack springt jetzt von mir ab und sie fliegt jetzt da durch. Ich stelle mich hier hin und soll eigentlich da drauf, aber es hat nicht geklappt. Okay, nochmal. Ja, das ist recht smart, ja. Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Okay. Sah eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube, du musst vielleicht ein bisschen weiter nach rechts. Das wollt ihr jetzt. Oi. Ach Quatsch. Komm, jetzt machen wir es nochmal schön hier. So, genau. So, dann stelle ich mich hier hin. Muss eigentlich hochspringen, genau. Es fucking funktioniert ja, nicht. Warum? Vorführeffekt. Sehr dran. Ihr müsst doch machen, dass es schwer aussieht. Nee, weißt du? Nee. Never happened in a run before. Das ist Frame Perfect. Das muss ja schwer aussehen. Ja. Also das jetzt wird noch schwer. Frame Perfect Trick, den wir hier anwenden. Nice Jump Rough. Ihr müsst einfach sagen, ja, Frame Perfect, das Spiel läuft auf 180 FPS. Wenn Hack mit ihrem Charakter nach oben fliegt, kann es auch sein, dass der Sprung einfach nicht genommen wird. Ja, ich glaube, das aber keine Ahnung. Das sieht schon cool aus, wenn das funktioniert. Das geht einfach nicht. Warum? Ja, wir haben Zeit, ja? Es war ja eh. Du musst hoch. Ne, ich muss hoch. Wir haben ja eh irgendwie 100 Stunden dafür eingeplant. Also können wir auch ruhig hier diesen Trick versuchen, bis er funktioniert. Ja? Bam! Ich sterbe schneller, ne? Ich weiß nicht, als über den. Hey, du musst wahrscheinlich hier hinfallen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen weiter sonst rechts. Klappt das nicht. Du bist zu weit links da. Und da komme ich da nicht rüber. Wir hatten noch nie Probleme hier. Das noch nie? Bist du sicher? Vorführeffekt. Ja, hier so. Genau, jo, so. Perfekt. Bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ich geh runter. Nein! Weißt du, wer die Größe hat? Warte, was kommt jetzt? Achso, das nächste ist auch noch kein wirklich... Ja doch, das nächste ist das erste Mal, wo wir wirklich einen Glitch sehen. Okay. Doch, stimmt. Weil das Spiel, muss man sagen, ist total verbuggt. Ja. Was man bisher noch nicht sieht. Richtig, aktuell denkt man sich, ja, funktioniert alles ganz cool, aber hier sind so viele Fehler drin, das gibt's gar nicht. Warte. Okay, du gehst hoch da. Geschafft. Warte, ja, dann mach den weg noch. Den weg. Warte, ja. Nein, doch, hier ist das erste. Super Jump, ne? Also muss man bei dir gucken. Schon. Bei Zelda gucken oder was? So, jetzt bei mir musst du gucken. Warte, so, genau, Zelda muss jetzt Limbo. Dann muss ich ihn hier. Was heißt Limbo? Limbo ist das Hauptmenü. So, dann muss ich da durchschieben und auf die Kraft und dann so. Ja, dann komme ich hier raus. Ne, es hat nicht funktioniert. Oh. Also man kann sich mit so warpen. Irgendwie. Ja, das ist ja, so richtig genau. Schlimm, aber. Warte. Ja. Und das geht dann nur? Also im Limbo heißt, wir sind einfach nur im Hauptmenü in dem Punkt, wo man in den Limbo, also in das Auswahlmenü zurückkehren könnte. Komm. What? Okay, perfekt. What? Ah ja, und das Schöne ist halt... Also ist bei dir jetzt anders oder was bei ihr? Gut. Ja, bei Hack war ich irgendwie unten und jetzt musst du rechts auf mich drauf, genau. Jetzt muss ich hier. Ja. Okay. Also es kommt einfach nur darauf an, dass einer auf dem Kopf vom anderen steht und man die andere Person halt absetzt und dann kann man sich teleportieren, kann es kaum. Genau so. Wieso geht das nicht so gut? So, ja. Und das Ding ist halt auch hier, wenn die eine Person im Limbo ist, bleibt der Bildschirm einfach stehen. Genau. Ist einfach eingefroren. Du kannst auch nicht sterben im Limbo, sondern es ist einfach so. Also was heißt im Limbo, also im Hauptmenü? Sobald du im Hauptmenü bist, bist du unverwundbar. Es kann dir nichts mehr passieren. Ja. Hack hat es richtig gemacht. Ich hab's irgendwie verkackt. Zumindest nicht immer, dass er reinläuft. 100%. So, das nächste. Hat er wenigstens coolen Namen, David?
Das eine ist halt, das was wir als erstes gesehen haben, nennt man glaube ich Super Jump, weil man halt zu zweit, also man hat das ja gesehen, ich, also Hack war hier oben, ich war unten, ja. Und dann nachher war es halt so, wo ich gesprungen bin, haben wir unsere Positionen getauscht und das macht einen genügenden Boost scheinbar, dass wir halt beide nach oben fliegen. Und das andere ist halt, ja, kann man einfach Warpen nennen, weil man warpt sich halt von ja, der Position, wo man vorher war, zur nächsten. Muss das wirklich Warp heißen? Nein! Oder können wir das? Du kannst das nennen, wie du möchtest. Sehr ich bin Idiot, ja, Entschuldigung, ich rede zu viel. Hyperkinetic Position Reverse. Ja. Können wir das nicht sonst irgendwie Limbo Death Warp nennen oder so? Ja, das stirbt doch niemand. Ja, aber du bist ja im Limbo und Limbo ist ja sowas wie Sterben. Ja. Was ist mal so ein Deviant Patch Boy? Ich hab hier noch nicht, oder? Nee, nee. Oder nur das einer von den Mega Man Level. Das nächste Creator. Kommt, glaube ich, erst in Level 5. Da haben auch alle den Test genannt. Ups, Entschuldigung. So. Baum. Baum. Sei bei uns. Oh nee, was? Nein, 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 ich warte, ich kann die nicht. Auch wegmachen. Ja, mach sie weg, ich kann nicht sterben, nein. So, warte, hier muss aber jemand vor. Bist du? Ja, müssen wir jetzt. Ups, Entschuldigung, bleib einfach stehen. Ja. Nein, das ist so. Muss man das überhaupt mal? Ich hab keine Ahnung. Also, hier kann man doch eigentlich runter, ne? Runter, also sind wir da runtergegangen. Also, mit dem Superjump kommen wir runter. Ja, lass machen. Warte. So. So, dann schiebe ich es halt da wieder durch. Also, im Grunde geht es halt nur darum, okay, dass man von der anderen. Nein, es hat nicht geklappt. Hey. Dass man halt irgendwie vom Kopf runterfällt. Warum das so ist, keine Ahnung. Es ist halt einfach so. Okay. Ja, jetzt bin ich hier. Also ich schiebe es ja da durch das Portal und dann denkt das Spiel ganz komische Sachen und dann... Guck ja, bei Hack stehe ich da oben, bei mir bin ich hier unten. Stimmt. Jetzt springe ich eigentlich hier hoch. Geh weiter. Also. Hier ist es jetzt nicht so wichtig, hier geht es einfach nur darum, die Dinger wegzumachen. Weil das ist jetzt halt die halt... Mann. Aber meiner Dinger. Ja, was halt auch geht, wenn wir jetzt nah beieinander wären, dann könnte man halt so über den Kopf des anderen sich ja, halt boosten. Ja, wenn es halt... Ich glaube, du bist jetzt nicht so wichtig. Warte. Jetzt muss ich aber auf dich drauf, ne? Die Nummer. Ja, bleib einfach mal drauf. Bin ich irgendwie falsch im Level? Ich habe keine Ahnung. Sein. Genau. Bei mir bleibt es halt stehen und Zelda ist jetzt weiter. Kannst kommen. Einfach so, teleportieren. Ja, das ist ja gut dann. Das ist auch sehr praktisch, dass man sich gegenseitig sieht, oder? Wenn man jetzt so nebenan sitzt. Ja, es ist praktischer. Also warte. Wir müssen ja. Du musst, glaube ich, dort hoch. Ja. Ne, das musst du ganz normal gemacht werden. Ja. Irgendwie meine ich, ich habe irgendeine Seite erzählt, passt. Also auf jeden Fall 5-mal ein besserer Koop-Speedrun als Trine. Findest du? Ouch. Trine, ich habe einen Speedrun letztens davon gesehen, das war Bullshit. Der eine spammt das ganze Zeit am Checkpoint und du lädst die ganze Zeit neu, damit der andere Magie kriegt. Ja. Und das passt die ganze Zeit. Und manche machen die irgendwie Sachen Koop, aber ganz selten. Okay. Irgendwie ein Level, wo du zwei unterschiedliche Chancen machen kannst, aber das war's dann irgendwie. Ups. Der ist halt genial. Obwohl es glaube ich alleine schneller ist. Ja, soll ich wegmachen? Aber trotzdem war der Auge eine gute Fahrt auf jeden Fall. Was für ein Level sind wir jetzt? Hat jemand mitgezählt? Vier? Jetzt? Vier? Würde ich sagen jetzt, aber. Achso, ich kann ja jetzt hier einfach drauf. Falls es geht. Ja. Ja, genau so. Jetzt musst du ein bisschen langsamer kurz warten, dann kann ich ja boosten. Ja, theoretisch könnte man das jetzt hier. Die ganze Zeit machen, aber ich bin. Save the frames! Ich muss ja eh da hoch. Welche Seite bist du? Okay, dann gehe ich nach da. Ah! Gut, hüpfe einfach hoch. So. Nein! Moin. Lauf einfach weiter. Soll ich drüber? Ja, okay. War hier nicht was? Ich weiß nee, hier nicht. Noch nee.
Okay. Ich muss durch hier auf dich drauf. Ja, nee, wir machen es jetzt anders. Oh nein! Okay, dann halt so. Achso, nee, hier müssen wir hoch. Das war doch noch alles richtig. Haben wir das eine nicht hier irgendwie drin gehabt? Ist das nicht eher unten? Ah, jetzt hast du mich irritiert mit dem unten. Achso, du bist ja falsch. Ich bin hier richtig. Ich bin falsch. Auf der falschen Seite. Jetzt müsste sich aber das komplette Bild drehen, wenn man auf der anderen Seite ist. So wie bei I Wanna Be The Boshi, wo der beim Bildschirm sich einfach die ganze Zeit dreht. Nein. An Stelle. Oder in jedem Frame mal die Seiten wechselt. Aha. Oh, Bullshit. Und dann kommt dieser Jumpscare mit der Spinne. Ja. Mit oder das Rädchen. Warte. Achso, doch, ich muss da. Du musst hoch. Ja. Boing. Ich weiß nicht, dass hier ein Jetzt musst du rein. Ja. Gut. Sind hier diese drei großen Dinger? Nein. Nee. Nein. Also das jetzt hier, dieser komische Teil mit den ganzen Bobbel sind. Der Controller vibriert doch die ganze Zeit, wenn man einen Bobbel püriert. Ja. So toll. Das ist ein bisschen nervig, glaube ich. Nein. Nee, nur nett. Ach, und es gibt ja auch im Spiel die Möglichkeiten zum, ja, hier. Softlocken ist das nicht, Hardlock würde ich es eher nennen. Weil dann kannst du nichts mehr machen, wenn du da wirklich festhängst. Das ist ein bisschen dumm. Okay. Ja, perfekt. Jo. Hier müssen wir eigentlich warten, genau, manche Personen rüberbringen. Genau, weil da können nicht beide rüberspringen. Und das so, da kommt das, oder? Nee, jetzt erst mal. Ja. Jetzt muss selber nicht. Ja, Limbo. Warte mal. Ist auch zum ersten Mal, dass ich sehe, was sie da halt macht, weil ich habe keine Ahnung. Sie hat sich einfach teleportiert. Ja, schrecklich. Oh nein, wie macht er das denn? Ich finde das cool, wenn man sagen kann, hey, ich bin gerade irgendwo. Das hat irgendwie was. Ja, das mussten wir halt immer so machen. Das ist ja cool einfach. Das ist ein gutes Wort. Ich bin jetzt im Menü, hört sich doof. Ja, Limbo hat sich. Ja, irgendwann ich nur noch so Limbo. Ja. Weil ich so genervt war einfach. Man sagt es die ganze Zeit, bin im Limbo, bin da, jetzt darfst du, kann ich, ja, was? Das ist halt, muss halt ganz labern irgendwie. Miteinander, wenn du halt nicht siehst vor allen Dingen. Also jetzt kommt es auch wieder ganz los, jetzt müsst ihr mal bei Zelda schauen. Jetzt müsst ihr hier auf mich drauf. Ja. Ah, okay. Ich sehe das auch noch so jetzt zum ersten Mal, was Zelda dann macht. Ganz runterkommen. Wieso hat das nicht geklappt? Das ist der Vorführeffekt. War das erste Mal, dass das nicht geklappt hat? Muss noch auf mich drauf. Warte, jetzt. Gut, so. Jetzt dürfte es eigentlich schon kommen. Ja, genau, jetzt bist du hier oben. So, jetzt bist du nochmal auf mich drauf. Ja. Jetzt schiebe ich dich hier halt ab. Ich könnte sie jetzt hier halt reinschieben und sie wird nicht sterben, weil darum kann es kommen. Und jetzt sind wir hier. Oh, komm! Du bist wieder da. Nein. Ja, ist halt auch ganz interessant. Das Spiel hat irgendwelche Save Points werden wahrscheinlich immer gesetzt, je nachdem, wenn beide durch ein Portal gehen. Einen bestimmten Abschnitt im Spiel halt erreicht haben. Ja, es ist sehr lustig gesetzt. Man kann halt am Ende einen richtig lustigen Safe zeigen. Das in der dunklen Welt, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist halt. Das blockt halt das Spiel und dann hat man verkackt. Ja. Du musst auch mit. Ja, stimmt. Es sind ganz viele große Bubbles. Ja, muss man hier warten, bis das kommt. Dann machen wir so. Nein! Sollte sie eigentlich drüber springen, aber da wurde der Sprung gefressen. Macht nichts, das war so toll, ihr müsst das nochmal zeigen. Das war zu früh von mir. Nein, das haben wir auch noch nie verkackt. Ja, Vorführeffekt. Wow. Das hat in jeden nochmal reingesprungen, jetzt könnt ihr das machen. Ja, ich wollte mal zeigen, die Unterschiede halt, die sich ergeben, je nachdem, in welchen Bobble man springt. Ja, also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber... Doch, große Unterschiede, ja. Der Kenner erkennt das sofort. Ja, ich habe das ja auch schon momentan gespielt, doch, ist mir aufgefallen direkt. Was mit dem Gegner? Doch, hier müssen wir. Was denn? Hier ist nur Warpen. Okay. Warpen. Zack, kann's kommen. Nein! Was hast du gemacht? Menü gegangen. Oh! Hello, wo waren die? Do it again! Toll, das heißt, wir dürfen in Level 6 gehen. Genau dahin. Do it again! Ja, Level 6 nochmal! Yay! Yeah! Ich drücke mal beim kleinen Zeug nochmal. Nee, das war was anderes. Ja, bei mir, ich muss halt andere Knöpfe drücken. Und nee, du musst herkommen. Und diese blöden Bubbles, geht mal weg. Die Arme. Ja, die nerven gerade. So.
Kannst du das Zelt reinschieben? Ups, komm her. Ach, leider um Tunnel. Hi, I'm Daisy. Ja. Ich meine aber auch, dieser Glitch hängt damit zusammen, dass man irgendwie auf die gleiche Höhe des anderen Charakters halt teleportiert wird. Und weil man halt so einen Höhenunterschied hat, passiert das halt mit diesem Teleportieren. Also man teleportiert sich eigentlich nicht, man fällt eher. Topfschlinge. Was macht ihr da? Das verwirrt mich. Topfschlinge? Ne, ich bin Topfschlinge. Ja, ich hab heute nur das Topfschlinge hier. Wenn sie jetzt noch viele Schlinge so kostet. Das war mal so ein Meme auf Twitter. Ich weiß ja, eine Schlinge. So, wir hatten auf der Arbeit eine Buttonmaschine. Da habe ich auch ein paar Buttons gemacht. Okay, kannst kommen. Es ist halt mies, dass man immer ins Menü gehen muss und dass dieser eine Knopf beenden und zum Hauptmenü. Ja, eigentlich kannst du. Oder du musst halt sogar in das Menü gehen und jetzt abgebrochen werden. Ja, und kannst kommen. Ja, das musst du. Oh, ich bin da auch. Was macht ihr da? Ja, nur Wasser. Wasser. Okay. Ich glaube, Timo von dir ist auch noch eine hier. Nee, ich habe meine gestern mit rübergenommen und habe sie leer gemacht. Leer. Ja. Achso. Hack? Ja. Hier muss man auch nicht drauf. Kars. Leih mir mal kurz dein Edding, ne? Ja. Wir sind noch drin, ein bisschen Stoff für dich. Jo, man kann's bauen. Okay, jetzt sind wir Level 7. Und insgesamt hat das Spiel 15 Level und ich weiß nicht, wie viele Bonus-Level. Ach, die Bonus-Level sind so schlimm. Die sind schlimm. Ach, schade. Oh. Jetzt Zeit für eine Donation zu lesen? Sicher. Ja. Ich hab leider keine. Egal, lesen trotzdem eine. Wir haben schon gerade eine bekommen. Greetings aus Germany. Ja. First time watcher, long time donor, was? Andersrum. Ich weiß. First time donut. Warte. Long time. So. Oh, jetzt das ist ein großer grauer Kreis erschienen. Really? Ja, das ist jetzt hier neue Mechaniken, die hier eingebaut werden. Nein, waren wir nicht mal. Werden. Also ich mit Hack. Die kommen von den Meatball-Physics. Ja, aber die Bubbles sind so scheiße, ne? Guck, jetzt krieg ich die auch nicht mehr hin. Das sind noch die bescheuerten Level-Meatball mit diesen Gravitation-Dingern. Und wenn du jetzt in die Pause gehst und ich... Nee, das wird nicht. Doch, ne? Das funktioniert auch. Also wenn du keine Lust hast, sag. Ich versuch's noch einmal. No. Willst du? Ja. Du sollst kein Bild malen, du sollst deinen Namen draufschreiben. Ich hab ein Dickbad gemalt. Okay. Zeig mal hier dein Dickbad. Das sieht so einigermaßen okay aus. Stimmt. Das fällt mir gerade schnell. Warte, nee, warte, wir müssen nochmal neu machen. Ich muss hier weiter rechts sein, komm her. Sonst hast du zu wenig Platz zum Laufen. Weil die Entfernung, die wir zueinander haben können, ist auch begrenzt. Ja, aber ich muss noch mal sagen. Ja. Ich muss mich auch irgendwie safe bringen und nicht safe. So, jetzt kannst du. Ach stimmt, okay. Warum bist du jetzt da gespawnt und nicht irgendwie auch bei dir drauf? Achso, weil das halt, es hat uns vorhin gesagt, es wird ja eine bestimmte Höhe, wirst du gespawnt. Du wirst ja nicht teleportiert, sondern... Okay, vielleicht ist das... Weil er war noch irgendwie ein paar Schritte links von dir. Ja. Nicht Leute, hier. Was müssen wir hier machen? Ich glaube, musst du da nicht rüber? Komm auf mich ja. Drauf. Ah! Nee, warte, andersrum so. Genau. Die Charaktere sind unterschiedlich hoch. Hat das irgendwie beeinflusst? Ja, ja. Ja. Echt? Ja. Ja, das war. Und der grüne springt höher wahrscheinlich, oder was? Ne? Nee, springen tun wir alle gleich hoch. Es geht wirklich nur darum, dass man hier halt unterschiedlich... von der Höhe ist. Ne, ich muss eigentlich da hoch. Du musst auf mich drauf. Hä? Du musst jetzt in Limbo. Genau, dann geht's so, so, dann geh ich hier hoch. Dann springe ich hier runter.
Und dann komme ich hier hoch und dann kommst du mit und dann haben wir das. Ich habe zu früh. Ist nicht schlimm, es hat alles gepasst. Achso, hier, das ist diese blöde Mickey Maus-Stelle, ja. Die ist die schlimmste überhaupt. Weil man richtig komisch hier springen muss und dann muss Serdar das 5-mal machen, um mich abzuholen und so. Weil da wohl ein grünes Portal ist. Ja, und vergiss nicht, die Dinger kaputt zu machen, bitte. Mach ich aber gerne. Danke. Weil sonst wird es ein bisschen blöd, hier hochzukommen. Ach, hi Zero übrigens. Ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe. Hallo Zero. So, der Raum hilft mir. Ups. Jo. Gibt's eigentlich so rauchende Termes? Rauchende Termes? Nein. Nicht? Ich hab Bob. Weiß nicht, was der macht. Ich mag Bob. Ja. Komm ich hier wieder hoch? Also man kann unterschiedlich springen, hier da noch mal ein A hat oder also so da. Wie fehlt mir das A von Barbie? Das war gut, ne? Achso, und das sind jetzt hier die Sachen, wo man halt beide gleichzeitig irgendwie hochspringen müssen, um das hier zu schaffen. Nein! Oder können wir auch. Ja, könnten wir auch, aber... Erstmal probieren. Sie denken, seid ihr überhaupt machbar? Ja, die ist also eigentlich leichter. Die lange Lücke ist da. Kann von mir so tauschen, das mir egal. Können wir mal tauschen? Oh, wie kommt denn das? Na, okay. Einmal noch mal. Ja, komm. Okay. Das ist eigenartig, dass man nicht in dieses Untermenü machen muss. Und nicht nur das normale Müll, das okay, unterschiedlich programmiert ist. Ich muss nochmal hüpfen, ja. Und runterkommen. Das Ding ist hier bei der Bubble, ich kann diesen Jump einfach nicht. Ich sterbe die ganze Zeit. Darum macht das sehr toll. Split! Split! Jetzt müssen wir aber in Level 8 sein, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich komme nicht über dich drauf. Doch jetzt. Ist das jetzt eigentlich ein Task, weil ihr die Zettel habt? Nee, eigentlich nicht, weil man... Wobei, willst du das wirklich als Tools zählen? Pass. Paper Assist. Okay, das ist ein Pass, das finde ich noch. Ist das ein Tool, das ist Speedrun, weil ihr einen Controller benutzt? Ja. Bestimmt. Ich bin übrigens einfach auf meinem Computer. Cool. Wenn man mit einem Hammer auf seinen Controller möchte, dann ist es krass. So, hier müssen wir erstmal runterhelfen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich meine. Aber bist du nicht eigentlich oben? Was? Ups. Ich möchte da durch. So, jetzt kannst du schon kommen. Ich glaube, ich habe auch gerade gesehen, wie Hack von oben halt runtergefallen ist. Willst du, soll ich? Ich will. Okay. So. Was ist das? Kann ich hier selber abstellen, auf ihn drauf und dann einfach weitergehen. Sonst müsste ich da unten auch drauf gehen. Und jetzt kommen hier Gegner. Ah, okay. Und das haben wir sehr schön synchron geschafft. Mhm. Diese Maschinen sind ganz schön blöd, weil da müssten sich eigentlich beide jeweils, ich muss mir hochhelfen, auf einen der Schalter stellen und dann würden Gegner spawnen. Warte, ich möchte auch. Okay. So. Warte, so ja, bin. Muss ich selber hier abstellen? Guck mal, das ist die Zelle auch zum ersten Mal? Ja. Und ich muss hier runter. So, und ohne Zelle will ich nicht genug Anschwung bekommen. Ich müsste nicht da stehen und Zelle, wo er jetzt ist. Genau, und dann tue ich jetzt einfach B und bin hier drüben. Genau. Dann haben wir das Ganze einfach ignoriert. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo wir wirklich die Gegner besiegen müssen. Ja, sehr bei diesen Maschinen. So, jetzt erfolgen die auch einen. Ja. Es ist. Und der spielt halt ganz kurz, das ist so schlimm. Ja, geh einfach hoch, ich mach den Kugel eh kaputt, wenn ich hier lang springe. Ich glaube, das können wir. Ja, das ignorieren wir. Soll ich wieder auf dich drauf? Nee, das machst du ja immer. Ich weiß nicht, okay, wie das geht. Dann musst du aber nach rechts. Das ist genauso wie die anderen auch. Ja.
setze ich halt ab und dann springe ich auf deinen Kopf und dann bin ich drüben. Achso. Dann kannst du schon kommen. Warum kann man da nicht so einfach rüberspringen, oder denke ich? Weil wir klein bist und nicht hoch genug springen also, kannst. Weil der andere dann nicht hoch genug. Ja, und das müssen ja beide drüben sein. Ah, mein Gott, dann ja klar. Man kann bei The Way Up und Up auch ganz alleine spielen für sich selbst. Ja, ja. Man muss mal wechseln, glaube ich. Du kannst eine Tastatur spielen und anstößt mit WASD an der Freitasten. Warte. Ich hab's kurz angetestet und weil damit ich kompensiert habe mit beiden. Ja, du musst hier auch. Aber du musst halt echt drauf bleiben, ja. Ne? Mhm. Und da kannst du die Glitches auch nicht machen, weil das geht halt nur online. Ja, wenn wir es jetzt auf einem Bildschirm spielen würden, könnt ihr das ja nicht mit der mit dem Pausebild und so einem Quatsch machen. Ich glaub du kannst. Warte, doch, komm her. Ich muss dir eh helfen hier wahrscheinlich, oder? Oh, war das nicht weit genug? Egal, komm auf mich hoch. Gibt's da einen krassen Wrecker dazu? 30 Minuten. 30 Minuten, so ja. Ja, ich hab 2 Minuten. Ja, unsere Bestzeit sind 56 Minuten aktuell. Ja, du musst einfach drunter durch, nicht auf mich drauf. Das noch mal hier. Ups. Weich. Kommst du hier hoch und ich versuch das hier. Oh, du hast es geschafft. Das ist echt knapp. Und dann gehst du da hoch und ich fall wieder runter, weil ich so gut bin. Weil du so gut kannst, machst du das nochmal. Ja, weil es so viel Spaß macht vor allem. Warte, ich mach einen großen. Ja. Mach's am besten einfach, ja, sonst komm ich da nicht runter. Hier ist also nur hier weiterlaufen. Hier kommt man dann zu einem Helm-Level, aber genau. Da wollen wir noch nicht dahin. Wenn man drauf stehen bleibt wahrscheinlich. Ja. Richtig, ja. Noch das, nicht. Das ist das erste, ist, ja. Das ist das letzte und das kann man überspringen. Ja. Dass man nicht überspringen kann. Haben wir es wenigstens mal gesehen. Ich rette dich, Sarah. Alles klar. Und das kann man leider auch nicht auf irgendwelche andere Art und Weise skippen. Achso, warte, du musst auf mich drauf, ja. Und dann springen wir jetzt rüber und jetzt sieht man das erste Mal, wo es halt was bringt, dass ich kleiner bin. Ich konnte nämlich unten drunter durchlaufen. Ich werde zu groß dafür. Ja. Was musst du machen? Du musst einfach nur da unten rechts durch. Genau. Pass auf. Also wenn man die Maschinen aktiviert, verfolgen die Gegner einen sonst nicht. Richtig, du musst rechts jetzt auch nicht drauf. Okay, ja, ist okay. Geht das, oder? Wir gucken mal. Ja, ja. Es passt. So, und kannst kommen. Ich glaube, du musst, oder? Geht das? Ich glaube nicht. Nee, hier ging das nicht. Weil hier ist diese komische Wand. Super Jump! Was willst du, links, rechts? Links. Okay. Das ist halt auch ganz witzig. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad her, die Dinger hier. So, sieht nach Pfanne aus allerdings. Das ist auch witzig, also, aber es macht irgendwann, wenn man es nicht kann, das ist so scheiße. Okay, und weiter geht's. Wenn dann irgendwann das 50 Mal machst, dann kommst du nicht rum. Das ist echt nervig. Aber es ist witzig. So, das ist jetzt Level 9 oder? 10 schon. Ich glaube 10. 10? Würde ich jetzt schätzen, weil vorhin 8 war irgendwie. Vor ein paar Level. Spring! War hier was? Nee, ist nicht so aus. Nee, da ist ja auch die Sackgasse. Warte. Hä, wir fahren doch jetzt eh hier runter. Ui. Bonus Level! Nein! Doch nicht! Also hier möchte man nicht runterfallen, weil da unten sind Gegner, die wir irgendwie noch nie gesehen haben. Wir müssen hier hoch, glaube ich, ja. Du bist da oben, ich komme hier lang. Jetzt skippen wir nämlich den kompletten Teil, müssen einen Sportjump machen. So. Und bin im Limbo. Okay. Nein! Hat nicht geklappt, wir müssen es normal machen. Okay. Müsst ihr dabei gleichzeitig springen? Jein, also das Timing ist sehr komisch. Ja, ich springe eigentlich immer, wenn Hack ganz oben ist und dann funktioniert es eigentlich, ja. Jetzt. Kann auch damit sein, dass man hier nach rechts gedrückt halten muss, wenn man springt, weil jetzt sieht man, wir fallen jetzt hier ganz weit runter und haben halt den ganzen Part hier einfach ignoriert, weil ist doof, wollen wir nicht.
Warte, hier müssen wir auch nochmal das machen. Das ist auch nochmal gesund. Nur dreimal liest das doof. Das ist aber immer nur zweimal. Immer. Okay. Passt immer. Okay, perfekt. Und jetzt skippen wir halt hier nochmal einen kompletten Teil, der auch. Lange dauert. Ja. Er sieht sehr lang aus, ja. Ja. So. Auch hier noch ein Fang. Nein! Wieso nein? Achso, doch, da. Wie soll ich das sonst machen? Ich dachte, du kommst ja nicht durch. Da kommst du doch. Smart. Und? Split! Split, genau. So, jetzt kommt die Dark World, oder? Genau. Jetzt Dark World. Aber weil wir viel zu schnell waren, sind. Also normalerweise wären wir schwarz jetzt hier und hätten die Augenfarbe als unsere grün oder halt rot, wie auch immer. Nur weil wir jetzt halt keine Ahnung, scheinbar irgendwas gemacht haben, was zu komplex für das Spiel ist. Okay. Oh nein. Haben wir die Farben nicht. Du musst da bitte warte. Ach, wir müssen auch auf die andere Seite. Ja, ich muss nur gucken. Hier müssen wir das jetzt machen. Was müssen wir überhaupt machen? Superjump. Ja. Warte. Ja. So. Okay. Es ist sehr wichtig, dass man auch Cedra landet. Danke. Perfekt. Jetzt haben wir hier halt auf diesen ganzen Sprungpfad geskippt. Hier müssen wir. Du kommst auf mich? Ja. Man kann schon kommen. Warte, das eine wird das andere, genau. Dann haben wir da keine Probleme. Warte, du kommst auf mich drauf. Wir fallen jetzt erst runter, du springst rüber. Genau, hier könnte ich nicht runter. Und das habe ich jetzt verkackt, weil ich es nicht richtig getimt habe. Ja, aber echt knapp, oder? Das ist sauknapp. Ist auch ein Wunder, dass ich das beim ersten Mal direkt geschafft hatte. Ich meine, das soll man unbedingt nicht so machen. So, perfekt. Ich weiß nicht, wie, was für einen Spielraum du da hast. Du musst hierher kommen. Ein kleiner auf jeden Fall. Ja, einen sehr kleinen. Mein Kind hat unter durchgepasst. Man reicht nicht sehr klein. Außer Vollmond. An den Winzen. Ja, außer Vollmond. Jetzt ist das. Jetzt ist das so lustig, Kambo. Oder ich kann. Aber ich kann nicht Piano. Nee, dafür kannst du nichts. Gitarrenmodus. Nein. Oh ja, ja, jetzt darfst du. Das ist halt die Stelle, wo man sich irgendwie nicht softlocken, sondern hardlocken kann, dann ist das ganze Spiel vorbei hier. Aber es geht auch um Softlock. Ja, Softlock ist ganz okay, aber das andere versaut halt alles. Du bist auf mich drauf. Oh, okay, kannst kommen. Fahrradständer. Große Fahrradständer. Große Fahrradständer. In Alufolie, nee, Dingsfolie. Frischhaltefolie. Ach, ne, rüber. Aber es gibt da Brötchen vegan, Weizen. Warte. Ja, wer weiß. Muss ich erstmal fragen? Nein, ich glaube, du musst eine Fälschenbäckerei. Kann ich nicht mehr Schwarzbrot? Nee, Fischbrötchen. Achso, veganisch. Ja, aber nicht beim richtigen Bäcker. Nee, nur beim Schwarzbäcker. Brot ist gesund. Einfach mit ja, das ist jetzt aber Feld 12, glaube ich. Ach, oben splittet ihr jetzt. Dankeschön. Ja. Hier müssen wir runter. Oh. Und hier hin. Jetzt musst du rechts auf mich drauf. Du bist doch schon gesehen. Ja, ist okay. Miteinander. Das habe ich auch noch nicht gesehen, was Zeit oder nicht. Ich kann nicht mehr weitermachen. Ja, nur sagen. Oh, du kannst kommen. Spring! Da kommen wir müssen wir noch normal durch. Ich sagen, das ist gut. Hier kommt auch eine Stelle, wo nur Cedra durchkommt. Ja. Ich glaube, die fast, also einer der wenigen, wo echt nur Cedra durchkommt. Rammel, das Rammel, ist auch eine Rammel, Stelle, Rammel. Wo es sinnvoll ist, dass du größer bist. Wie nee, bitte? Es, auch springen. Es gibt nur eine Stelle, wo es sinnvoll ist, dass man kleiner ist. Ja. Aber du hast schon durch Gegner durchgekommen, zwar, ne? Aber gut, das ist wahrscheinlich so gedacht im Spiel. Ach, ja, das ist ja jetzt so eine Welt, das ist ja cool. Ja. Sind wir jetzt bei VVV? Kann ich mir ja, deswegen. Nee, wir müssen hier einfach, denke ich. Nee, warte. Wir machen das komisch hier. Komm auf mich drauf. Ich hab den ganzen Händler.
Ja, okay, kannst kommen. Warte, aha! Hä, hey, wo sind die Gegner? Nur ein paar Meter. Die sind einfach weg. Waren nicht schon mal Gegner? Da sind Gegner. Ups. Warte, kommst du auf mich drauf, dann kannst du rüber springen. Falls das geht. Ja, und jetzt wartest du da kurz. Hallo. Das Lustige ist, ab und ab, die gucken sich auch eigentlich die ganze Zeit selber an oder halt die Gegner. Ich glaube, wir müssen aber jetzt nochmal zu mir runterkommen. Wir müssen das Ding wegmachen und dann hier. Wer geht jetzt hoch? Egal, so. Ich glaube, wir müssen aber hier nochmal Super Jump machen. So. Okay. Ja, damit umgeht man halt einfach den hier. Und das ganze andere Ding. Da muss man noch ganz kurz. Bist du wieder auf mich drauf? Dann kannst du da rüber. Perfekt. Laufen nicht hier einfach lang, hier hoch und jetzt müssen wir. Ups. Da war eben dieses tolle weiße Ding. Ist ja egal. Was für ein tolles weißes Ding? Dieses Special Ding. Was viele, viele Punkte. Ach so, ja. Achso, ja, brauchen wir nicht. Warte. Oh. So. So, jetzt muss ich aufs Herd drauf. Und dann warte, bis ich auf der Plattform bin. Okay. Ja. Mhm. Ups, verkackt. Und tot. Was? Haha. Ein bisschen knapp oder so, ein bisschen? Nein! Hier denke ich die ganze Zeit, sonst denke ich doch die ganze Zeit. Ich glaube, hier muss mir was machen. Ja. Wir müssen doch ein paar Bilder finden, die wir verkaufen können, damit wir bei denen. So. Dann ist das okay. Ist das Lamm? Ja, aber ich glaube. Mit oder ohne? Ja, kannst du jetzt hier runterspringen. Ui. Gleich kommt eine doofe Stelle. Die muss ich aber nicht machen. Hack hat gemalt, ich hab's gesehen. Nee, Brot hat das gemacht, weil wenn das man die Maus bewegt. Okay. Danke. Ich glaube, das irritiert. Nö, nicht wirklich. Wenn du dort hinten. Achso, hier ist die einzige Stelle, wo Hack halt nicht durchkommt. Ich bin einfach zu groß dafür. Ja. Einzige Stelle am Spiel ist. Ja. Oh. Oder warum tut das gerade so extrem dran? Weil das Spiel dumm ist. Und manchmal randommäßig reinsuppen und manchmal nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Guck, wie riesig ihr jetzt seid. Ja. Ja. Oh nein. Wie? Ein neuer Gegner. Wumms. Ja, die fallen jetzt runter. Hat der gerade selber gehört? Nee. Ich sehe. Ah. Man muss halt das Weiße dann treffen. Ja, Angst. Seite. Jetzt geht's vielleicht. Er wollte mich nicht auch das nochmal wirklich probieren. Ja. Das Blöde ist halt, wenn wir jetzt hier sterben, werden wir wieder komplett zurückgesetzt und müssen den Super Jump nochmal machen. Das ist ein bisschen dumm. Deswegen müssen wir jetzt hier auch. Wobei, ist nicht, ich gehe einfach zurück und mach die da hinten kaputt. Mach das. Hier ist es egal, hier muss eigentlich dann nur einer wahrscheinlich oben sein. Warte. Ja, pass auf. Also jetzt musst du mir helfen. Ja. Nein! Jetzt will ich erst runterspringen und gucken, ob du es triffst. Ich hab's jetzt. Was? Nee, verkackt das so selten. Okay. Überspringen? Ja, das ist ansonsten eine sehr ultra nervige Stelle hier. Ich muss dir hochhelfen. Ja. So, dann muss ich auf dich drauf, du springst hoch. Das
So, jetzt muss ich aufs Server landen. Genau. Ach, hey, es ist kompliziert. Ach, das geht. Nee, da wäre ich schon raus. ich muss auch. Nee, du musst auf mich drauf. Hier das dann machen, oder? Ich bin unsicher jetzt. Ja, warte, ich gehe nochmal hier in Limbo auf mich. Okay. Wir kommen jetzt hier hoch. So, jetzt warte, lass mich mal schauen. Genau, das war ja das hier. Ich komme da nicht an. Ja, du musst auf mich. Nee, warte. Kannst du das irgendwie kaputt kriegen? Ja, aber du musst irgendwie. Wir müssen das auf jeden Fall kaputt kriegen. Ich glaube, der hat die Kraft unterstellt. Ey, du kriegst. Kannst du, ja, du musst durchgehen. Oder ich geh durch. Du traust dich das ja nie. Komm. Nee, das funktioniert ja. Dann muss ich aber hoch. Aber ich stirb bitte nicht. Nö. Okay. So. Dann müssen wir jetzt wieder Superjump machen. Ich war gerade nicht auf dich drauf. Ich glaube, das geht nicht. Ach, das passt schon. Nö, passt nicht. Ah, geh doch. Ich glaube, du kannst hier weitergehen. Ich weiß ja, was die Stelle ist. Ich glaube, hier müssen wir beide hoch. Nee, oh nein, nicht die Stelle. Siehste? Weil da muss man ganz komisch hin und her springen die ganze Zeit. Ja. Einfach geskippt. Split! Ja. Warum stehen die jetzt unten? Weil die auch unten sind. Und was ist, wenn einer unten, einer oben ist, stehen die dann beide unten? Ach Quatsch, die stehen. Weißt du, das ist vordefiniert, wo die stehen. Ups, Entschuldigung. Also manchmal stehen die oben, manchmal oben. Kann man das selber auf der falschen Seite werden? Wie bitte? Würde man das Level auf einer falschen Seite beendet, dass man oben ist? Oder anders bei anderen Levels? Das ist egal. Geht aber theoretisch. Wir hatten mir auch das mit dem Sprung gemacht, ich weiß nicht. Da bist du einfach so, achso. Ich war mein Limbo gestern. Hier kannst du überspringen. Ich glaube ich nicht. Ja, ich kann leider nicht so nah an die ran sonst. Ansonsten musst du halt durch, wenn sie oben sind, dann einmal. Ja, so halt irgendwie. Ich traue mich das nie. Genau so. Hilfe! Ups, Entschuldigung. Nochmal, yay! Wieso triffst du es nicht? Uncool. Weil du so klein bist. Scheinbar. So, geht doch. Das war gut. Ich kann mir jetzt aber gucken, dass du ihn da unten schon kaputt machst. Yay! Ich glaube, wir müssen oben bleiben, denk dran. Ja, aber hier kann ich es nicht. Ja, hier ist. Achso, willst du wieder so drüber springen oder wie? Nach rechts, ja. Hops. Wie war das, wir müssen oben bleiben? Ja, hier geht es aber nicht mehr. So, das wollte ich machen. Kann ich das nicht wegmachen? So, jetzt musst du ja. Kannst du auch einfach. Ah, oh, nee, das geht ja nicht mehr. Schade. Ja. So.
kann man nicht mit diesen ganz kleinen Portalen auch schon machen. Warte mal. Das waren hier. Hier war ich um den Ja, ja. Hier war ich noch nicht. Das war nicht gespielt. Okay, ich kann's kaum. Okay, fangen wir nicht da aus. Spielefeld. Existiert nicht. Ach, warte, ich will verbinden. Achso, das haben wir ganz cool gespielt. Ja, wir müssen aber erst von hinten durch. Verdammt. Oh. Hat nicht geklappt. Ich weiß auch gar nicht, warum es nicht geklappt hat. Das weiß ich jetzt auch noch. Sehr schön. Nicht knapp. Ja, Quatsch. Knapp geht immer. Warte, musst du hier nicht auch hoch? Ich glaube schon. Super Jump? Nee, normal. Okay, kannst bauen. Muss man nur hier das. Das ist einfach treffen. Super glitch, dieses Ding. Hier war, glaube ich, nix. Ne. Hier müssen wir nur aufpassen, dass von denen nicht getroffen werden. Und einfach rechts weiterlaufen. Das ist nämlich auch so komisch. Eigentlich denkt man sich, man muss da oben lang, aber nö. Gehst einfach hier oben rechts weiter. Wen interessiert das da hinten? Das konnten wir nicht machen. Ich glaube, wir mussten aber erstmal unten drunter durch irgendwie. Du musst unten drunter, ich ja. Muss drüber, ne? Spring einfach. Gut. Ach, komm her. Ja, na, jetzt kommst du auf mich drauf schnell. So, spring drüber. Ich egal, nicht. Ignorieren wir den einfach. So, jetzt kommt einer der blödesten Stellen. Ja. Ich denke, wir müssen dann die unten runter durch und den ganzen da. Genau, und jetzt machen wir hier wieder Warp. Kann's kommen. Ich warte nur auf die Stelle, ne? Die müsste doch jetzt gleich kommen. Ja, das ist jetzt hier. Das ist die beste Stelle im so, Spiel überhaupt. Weil ich habe keine Lust auf die Stelle. Müsste kurz durch Sarah kommen. Also ich bin ja eigentlich nicht da. Und Sarah muss das auch. Dann gehen die ganzen Wallets weg, ne? Genau. Und wenn du halt irgendwas falsch machst, bist du zu schnell. Ja, und dann fällt sie überall den ganzen Weg halt wieder runter, muss alles nochmal machen, kannst kommen. Und damit das halt nur einmal gemacht wird. Wobei die beschissenste Stelle ist jetzt das hier. Jetzt, ja, das hier. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Mit Springen oder ohne? Ich glaube, lauf einfach runter. Ah, verdammt. Weil das ist. So, ich kann halt oben drunter, also oben durch und Sarah nicht. Warum muss er durch die Bubble? Ich darf nicht springen. Ich muss halt versuchen, möglichst kurz, weil sonst, ihr seht's, dieser eine Millimeter, ich komme zwar dran, aber ich komme nicht durch. Deswegen, ich muss ganz unten an der Bubble irgendwie sein. Und ja, ich darf auch nicht zu schnell sein, weil sonst falle ich durch und das ist die. Wie bist du jetzt gerade gestorben? Ich bin auf das Stapelding gefallen. Wir haben schon geguckt, das ist zu wenig. Wir haben schon geguckt, ob wir das irgendwie skippen können. Nein, haben wir alles probiert. Ja, das geht auch nicht. Ja, und entweder ist man zu schnell oder man ist zu langsam und deswegen hasse ich diese Stelle abgrundtief. Das ist auch das zu wenig. Ja, es sieht gut aus, aber ja, das gut aussehen bringt hier leider nichts. Das muss auch klappen. Das ist auch zu wenig. Guck, man kommt immer nur so ein bisschen halt dran, aber man geht muss halt. In den Bubbles automatisch nach oben, oder? Ja. Na, wenn du A gedrückt hältst, kriegst du nochmal so einen Boost, so einen kleinen. Aber ich muss wirklich versuchen, ganz unten reinzukommen. Ist auch zu wenig, weil, ja. Auch nur reinspringen kannst du nicht irgendwie, ne? Nee. Und das ist perfekt, ja. Guck, es hat aber nur so gerade so wieder gereicht. Also Füße haben wir schon rausgeguckt. Ja, genau, das ist halt richtig dumm. Wo sind wir jetzt? Das ist jetzt... Wir sind jetzt am Ende, das heißt jetzt kommt Finale. Oh oh. Schon? Ja. Warte, Das, ja, warte, das Finale ist jetzt ein Singleplayer. Spiele ich jetzt alleine.
Ja, dann muss er auf mich warten. Ja, da. Hier. Weil ist das der Boss? Nee. Nee, der Boss, der Boss kommt so. Will ich den. So, weil so. Huck macht jetzt nämlich ganz was Wichtiges hier ich in dem Spiel. Sie macht nämlich gar nichts. Nein! Ich muss gleich nochmal was zu. Und Mama, no hands. Ich kann sogar touchen dabei. Du gehst aber nur durch, oder? Ah, ne, okay, gut. Nee, aber das ist jetzt hier halt, wo man ein bisschen Angst hat. Aber es ist auch leichter alleine. Ja. Und das sind unsere Bubble-Freunde, die helfen uns. Genau, die machen die Dinger nämlich kaputt. So, ich glaube, noch ein bisschen kann ich auf dich drauf. Kannst ein bisschen weiter nach rechts schon mal gehen, wenn du das möchtest, genau. Ich weiß noch nicht, wann das jetzt kommt, aber hier gibt es halt nur einen Skip, den wir machen können. Ja, und hier ist halt, du musst warten. Ich habe Angst, muss ich nämlich da oben jetzt wieder absetzen. Kannst schon mal in Limbo gehen. Gut. So. Hey, du stiebst mich ja. Ja, weil hier habe ich keine Lust, dass wir hier. Müssen wir eigentlich so drüber springen und so ein Quatsch, kann es kommen. Was ignorieren wir einfach. Sind die kleinen Bubbles? Vielleicht sieht man das langsam, die verfolgen ein. Genau, die wollen uns nämlich helfen. Weil die sind auf der anderen Seite, wir können keinen der Gegner hier selbst kaputt machen und die würden das dann eigentlich machen. Genau, aber man muss sie halt lenken, so dass richtig. Sie dann mit den anderen Gegner. Willst du schon wieder auf mich drauf, kommen die wieder Gegner gleich? Ja. Nein, nicht die. Da müssen wir mich jetzt so komisch hochspringen. Weil die warten nur drauf. Ja, die warten die kommen jetzt. Nur. Genau, und dann muss man hier. Ups. Oh nein, nein, Server! Ach, nein! Ups! Verkackt! Das ist auch noch nie im Run zuvor passiert. Reset. Reset. Alles von vorne. So. Und jetzt kommt eigentlich als nächstes nur noch der Endboss. Oh nein, das traue ich mich nie. Ach, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Hast du das, Hack? Ja, Hack wird den Endboss besiegen. Ich kann das nämlich nicht. Also ich kann das wirklich einfach nicht, weil das nicht vom Spiel vorgesehen ist. Genau, ich warte jetzt hier, denk dann nicht ganz vor, muss in Limbo und so weiter. Ja. Okay, geh in Limbo. Kannst schon raus, renn weiter. Ich kann nicht. Ach so, okay, das ist ja, und jetzt siehst du jetzt. So, jetzt geh Limbo, geh Limbo, geh Limbo! Senna! So, ich bin im Limbo, ich bin zwar besiegt, ist egal. Huck macht das jetzt alleine fertig, ich bin zwar besiegt, damit hat sie jetzt die Endscene getriggert. Ich bin kaputt, wir werden resettet, aber es ist vorbei, pass auf. Okay. Und bei dir ist gar kein Credits aus. Doch, jetzt kommen die Credits. Bei dir kommen sie später, okay? Ja. Jetzt kommt die Party! Ich bin auch ein Kuh. Ups. Yay! Yeah. Und das Dümmste, guckt euch mal diese. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, beste Endscreen überhaupt. Programmierung. Haben wir jetzt eine neue PB mit 55? Wollte nur, dass wir jeden drin stehen haben. Ja. Das ist das, was die machen. Programmierung, aber Namen. Nein. Sound, nein, Name, nein, Animation. Nein. Guest-Artist, Guest-Artist. Nein, das war Vorgabe, das hätten wir alle nicht mitgemacht. Toll, Mario-Fan so wieder da. Alles verpasst. Oh. Wir können ja nochmal. Zeitlich passt es noch. Ja, aber wir wollten noch mal ein paar. Wobei schon die ganze Zeit. Ja, guck mal, ganz viele haben ganz viel besonderen Denk gemacht. Besondere Denk. Ja, das ist unsere PB. Besondere Denk Memes. Ich habe jetzt auch Peanut Butter gemacht. Yay! Ich habe Peanut Butter gemacht. Guck mal, einer steht einfach auf Namensgebung. Ja. Boah, das war der Praktikant. Jasper. Dem haben wir es zu verdanken, dass er so ein Aufbau ist. Uli van Ejik. Guck mal, ihr habt ja die ganzen Fehler gesehen. Guter Mann, der Hulk. Haben alle getestet. Ja, die haben es alle. Die haben wahrscheinlich nur Local gespielt. Ja. Karin Hartelskog-Zeiner. Vor allem Übersetzung. Was wurde denn übersetzt? If und Off natürlich. Und, ja. Und die Credits, ja. Ist das nicht eigentlich ein Unzeichen sogar? Ja, aber guck mal, wie viele es übersetzt haben. Ja. Echt, wie viele haben das übersetzt? Es ist eine sehr gute Frage. Ja, auch nicht. Was hat das jetzt? Die übersetzt mit Übersetzung und dann haben sie 15 Leute gefragt. Ja, wahrscheinlich. Wie Klugs Babys. Immer! Was? Und Inge. Einzige, was wir noch zeigen können, ist der Softlock. Oder Softlock und Flag 1, 2, aber ich bin jetzt aus dem Spiel raus, oh, warum auch immer. Quit unaccepted. Ja, ist halt so. Ja, dann ist es so. Hallo. Ja.
Ignor. Hier, geh wieder auf. Zels musst du auch mal einladen und so. Ja. Sonst passiert mir das auch immer. Das Menü und so wird ja alles übersetzt. Ja, das stimmt. Ganz toll. Oh nein. Vor allen Dingen Leaderboards. So was, wie wenn noch ein Schreibfehler drin wäre. Einstellung mit einem L oder sowas. Warte, ist hier irgendwas? Hier sieht man das doch. Lumen. Doppel-G. Ach, das ist jetzt hier der Quatsch wieder. Da ist Steam. Da ist Freunde. Das jetzt die Glitch Exhibition. Zu Spiel einladen. Spam dich dazu blockieren. Ja. Hä? Guck mal, ich bin offen. Das war gut als drum. Okay, sind noch drin. Also welches Level war das? Erstmal, ich glaube 10 oder 11. Soll ich nachgucken? Ich glaube 11. Ja, es war 11. Jetzt bleibt Foto gemacht. Aber ein Selfie. Mit. Was denn das? Also, jetzt kommt der Hardlock, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es Hardlock ist oder so. So, aber eigentlich sieht man das halt. Man sieht gar nichts mehr, weil es hier so dunkel ist. Oh, jetzt haben wir sogar mal den Dingseffekt. Ja, aber eigentlich müsste jetzt Licht kommen. Ja, es kommt erst, wenn wir halt weiterlaufen. Gut, eigentlich also, sieht das halt so aus. So sollte es normalerweise aussehen, wenn es nicht verpackt ist. Ja. Ja. Es ist auch total süß, aber es ist halt anstrengender. Vor allem, man sieht die anderen, man hat ja sonst alles nur schwarz gesehen. Also ich hatte die Lichteffekte. Ja, das ist runtergefallen. Also hier muss man das noch nicht. Das ist echt schön. Sieht auch einfach besser aus als das vorherige, aber trotzdem. Ja, es ist echt anstrengend. Eigenartig auf jeden Fall, wie das passiert. Muss mir das hier machen? Nein. Ich weiß es nicht. Nein, weiter. Achso, hier müssen wir nochmal rein. Ups, ja. Oh, ich bin zu dumm. Entschuldigung. Durchlaufen. Vielleicht kannst du doch noch wegmachen. Ist ja egal. Das war super Jump, glaube ich. Ja? Ja, ich meine schon. Ach, die Stelle so selten in Schwarz-Weiß, also Schwarz-Bunt. In Schwarz-Bunt, genau. Ja, Schwarz-Bunt. Aber weiß ist auch da. Nein, das ist grau. Ja. Ziemlich sicher, weiß ist. Ein ganz, ganz helles Schwarz. Ganz komm. Hellschwarz. Hellschwarz. Ist ein Hellschwarz nicht grau? Oder weiß? Aber weiß ist so. Neon-Hell. Schwarz. Neon-Hell-Schwarz. Du musst, glaub, was ist die Definition von Schwarz? Ist Schwarz die Definition, dass es alle Farben absorbiert? Und Weiß alle enthält? Nein! Hey, Schwarz. Das heißt, sobald... Albino-Schwarz. Einer muss nicht runter. Oh, Entschuldigung. War hier irgendwas mit Super Jump? Ja, hier ist es. Hier ist die Stelle. Hier ist die Stelle, wo man einfach alles kaputt machen kann. Sollte ich hoch oder nee, du? Ich muss runter. Ja, da musst du mir hochhelfen. Ja, das ist ganz komisch. Aber denk dran, ich muss erst durch das eine Portal da hinten noch gehen. Das heißt, so. Wann mache ich es am besten? Wenn die links sind und dann kann ich in den Tod springen. Ja, du sollst ja nicht direkt in den Tod springen. Ja, du musst ja ich muss aber so warten, weil links kann ich es nicht steuern. Okay, dann mach ich das jetzt. So, dann laufe ich jetzt hier lang und gehe durchs Portal. So. Oh hoppla, ich bin gestorben. Genau. Und jetzt sind wir nicht gelockt. Perfekt. Was? Nein! Aber wir haben. Jo, wir haben einen anderen Glitch gemacht. Bei mir. Siehst du das? Bei dir geht's noch. Nee, bei mir, ich habe keinen Boden mehr. Oh, jetzt hier. Oh nein. Ja. Cool, ich kann weiter nach links und du bist da gefangen. Sehr schön. Das ist ein neuer Glitch, den wir jetzt hier gefunden haben. Oh. Hä? Oh nein! Du bist weg? Nee, jetzt bist du ja. Das Hoppla passt gut. Was ist, wenn du dich jetzt auf Zelda. Geh mal weiter nach rechts. Ich kann nicht weiter nach rechts. Geh mal auf Zelda drauf und mach da mal einen Warp-Glitch. Nach außen, innerhalb der Welt. Was passiert da? Wie meinst du? Jetzt stell dich auf Zelda drauf und dann mach den Limbo-Warp. Ach so. Während Zelda bei ihm weiter weg ist. Ich bin. Wo ist der rein? Ja, ich bin hier links. Die Hack kann da nicht hin. Ja, du musst aber nach hinten, weil ihr noch. Kannst du auf mich drauf? Du kannst die unsichtbare Wand als Wand benutzen. Jetzt nehme ich dich mit. Ja, das Problem ist, ich kann sie ja hier nirgendwo abstellen. Zuvor machen kann, ne? Achso, muss man dann machen. Ja, warte. Kann ich dich hier abstellen?
Ja, okay, geh nochmal aus dem Limbo raus. Geh nach links ein bisschen. Ja, genau so. Gut, dann setze ich dich mal. Ach, verdammt, nee, doch. Ah, hat gereicht. Hab's nicht verkackt, so. Mal gucken, wo du jetzt hingeworbt wirst. Nochmal. Und warp. Ja, kannst herkommen. Wir sind aber komplett weg hier. Oh nein! Jetzt ist er da. Singleplayer! Yeah! Hä, wo bin ich jetzt hin? Was ist, wenn ich jetzt hier wieder zurücklaufe? Also, hier eine unsichtbare Wand im nächsten. Nee, guck, da bin ich wieder. Ja, okay. Ich war nur weg. Okay. Aber ganz cool, das haben wir auch noch nicht gehabt. Also normalerweise softlockt man sich da. Ich wollte eigentlich einen Softlock zeigen und nicht, wie die Welt total den Bach runtergeht. Hoppla! Bist ein bisschen hoppla? Mike? Gleich LOL? Die sind im Runde. Roman fragt. Wie soll das? Vielleicht nicht bei der Fliegerflake drauf. Wie LOL? Ja, also auf Mac, es gibt Mac-Client für League. Hä? Hier muss man auf Superjump machen. Also nicht über DS Simulator spielen? Windows-Emulator auf dem DS? Es gibt für den 3DS, also wenn man... Ja genau, wir haben noch 2 Stunden hat, Zeit. Windows 98 installieren. Ja, dann machst du da drauf. Party. Kannst du Party? Wer spielt denn da alles mit? Ich nicht. Hack spielt mit. Ich glaube, ich spiele auch mit. Ich nicht. Ah, warte. Ich hab schon gesagt, ich bin heute gefühlt die ganze Zeit dran. Du musst wieder auf dich drauf. Ja. Ich bin, glaube ich, danach dran. Oh, wir haben die Pfanne in den Kopf schon aus. Aber perfekt. Aber das ist. Ging nicht. Ja. Ich glaube, wir bekommen auch dazwischen irgendwo. Ich glaube, es hat nicht geklappt, weil ich nicht durch zwei Portale gegangen bin. Was machst du mit Ich glaube nur damit. Okay, runter. Das sag ich gleich mal. So, geh nochmal. Steh. So, perfekt. Oh, hoppla, ich bin wieder gestorben. Wie ist das denn passiert? Ich weiß nicht. Das geht nicht. Aber das ist schon, wir haben den gleichen Glitch hier schon wieder. Okay. Aber eigentlich wird man jetzt hart gelockt, aber man kann noch weiter nach rechts gehen. Genau, und dann irgendwann ist eine Wand halt da und man kommt nicht mehr weiter und deswegen kann man auch sich von keinem Gegner töten lassen und muss halt neu anfangen. Also, sonst kann man jetzt noch. Nein, aus. Voice Chat an. Hallo. Nach unten. Die nach unten. Hier eine Special Welt. Welche war jetzt total blöd? Die eine, wo du durch dieses. Ja, es waren aber zwei doof. Das mit den Bobbles und dann. Ja, diese dumme Bobble-Welt war doof und das andere war auch doof. Ich weiß noch nicht, welche jetzt hier. Ne, das. War das die hier? Ich weiß nicht. Such dir eins aus, ich habe keine Ahnung. Weil die Special-Welten sind echt grausam. Ich glaube, das ist sogar, oder? Ist das mit den Bubbles? Nee, das ist mit Langspringen. Weil siehst du hier, da mussten wir hier oben drauf und dann haben wir mal weiter von das ist falsch. Das haben wir nicht geschafft. Das haben wir geschafft. Das ja, okay, die wahrscheinlich und die hier. Das sind die zwei Sachen. Die sind so grauenhaft einfach. Ja, das sieht schon... Oh nein. So schlimm. Ich muss rein theoretisch. Die ganze Zeit? So. Also Hack muss genau die ganze Zeit so machen und ich müsste über sie dann versuchen, wie so eine Treppe halt nach oben zu springen. Ja. Das haben wir noch nie ausprobiert dann, ne? Das Problem war, ja, zu dem Zeitpunkt wussten wir überhaupt nicht. Lass mal ausprobieren. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Warte. Ah, geht weg. Warte. Das ist kein Glitch, das ist ein Feature. Kaputt. Nein! So. Geht das? Pass auf. Ich komme.
Was ein Beschiss. Das ist voll schmu. Easiest Level überhaupt. Ja, voll. Wir haben Stunden dafür gebraucht. Ja. Stunden. Ja, ich glaube, so ist richtig mies aus. Komm, das andere macht jetzt auch noch. Nee, das kannst du ja leider nichts glitschen. Das kannst du echt mal probieren, wenn du möchtest. Das ist so grauenhaft. Oder das zweite habt ihr auch nicht. Ja, das kann sein, dass ihr... Wie das zweite, ja. Wieso haben wir das nicht? Weiß ich nicht, guck mal rein. Was war das denn? Weiß ich nicht, guck mal rein. Oh mein Gott. Ja, fallen schon Bobbles runter. Oh nein. Das ist das mit den Bobbles, ja. Ne? Ach, scheiße. Jetzt. Erstmal den Controller vibrieren. Jetzt. Ah, toll! Weil man muss die Bobbles halt sich gegenseitig zuspielen und versuchen, die halt so hoch zu bekommen, um sie halt ja, gegen das Ding zu kriegen. Und könnt ihr da so einen Superschaden machen? Nein, geht nicht. Wir haben kein Portal. Machen wir den Bubbles machen? Achso, das die Bubbles muss man jetzt wie so Ping-Pong-Bälle hin und her werfen, ja, und dann das so oben. Das Problem ist, die müssen wir kriegen. Ja. Wahrscheinlich müssen wir aufeinander stehen auch noch, damit das halt hoch genug geht. Weil guck, es geht so. Und mit Zuspielen allein reicht das nicht, deswegen. Oh Gott, ja, gut, das ist ein dummes. Das ist das schrecklichste Level dann von allen. Das andere ist jetzt easy peasy, weil. Teuer beschmuhen. Wir haben diese Level echt nicht mehr gemacht, als wir die Glitches gelernt haben. Ja, aber es ist halt auch richtig dumm hier. Es macht doch keinen Spaß ab einem gewissen Punkt mehr. Nee. Aber wie ist der denn jetzt so hochgegangen? Man wird auch von denen geschoben. Ich würde sie alle kaputt treten. Ja, das Problem ist, dann kann man ja nichts mehr mit denen machen. Er macht ja nichts. Weil man muss auch irgendwie Glück haben, ja. Ich kann mir halt gut vorstellen, wenn man irgendwie so 100% Run macht, ja, sitzt man hier 5 Stunden allein nur für dieses Level, weil man die Dinger nicht hochbekommt. Kann man das als erstes machen? Ich sehe das zweite Bonus-Level, deswegen geht's schlecht als erstes. Okay. Und was ist das andere Level, was ihr noch nicht habt? Das andere, ich glaube, da haben wir gar nicht reingeguckt gehabt. Das hatten wir einfach nur mitgenommen. Aber so. Nichts gemacht, weil wir dann hier den Run gemacht hatten. Das war das hier. Das hat halt schon, ja. Ich habe aber keine Ahnung, was da jetzt drin ist. Ich habe auch keine Ahnung, das sieht geil aus. Aber auch oh, da fallen sie schon runter. Was muss man denn hier machen? Keine Ahnung, ich kann mich hier draufstellen, ich kann dich hier runterbringen. Ja, mach mal. Und dann bin ich bei dir. Nein. Nee, wahrscheinlich. Ey, warte. Vielleicht muss ich auch wieder hier zurück und dann so. Funktioniert aber auch nicht. Lass mich mal hier rüber. Ich komm da nicht drauf. Ups. Könntest vorher noch auf den roten gehen? Der grüne stellt sich auf den roten und dann macht ihr das gleiche nochmal. Können wir machen. Was? Von hier aus. In der Zeit kannst du auf den roten gehen. Ach so, ja. Das ist eine gute Idee. Hey. Jetzt bin ich auch oben und dann? Ja, jetzt sind wir beide oben. Aber hier unten ist auch könnt ihr halt auf die andere Seite gehen, wenn ihr da runterfällt. Ach stimmt, das ist ja da. Bringt das was? Weiß nicht, lass mal gucken. Warte. Nee, ich kann aber nicht. Ich glaube, die fallen auch nur so zum Spaß. Ist hier hinten noch was? Kannst ruhig runterfallen, da passiert nichts. Ja, was ist denn das? Nee, da ist nichts. Könnt ihr auf den blauen drauf, vielleicht, der da runterfällt? Beide gleichzeitig und dann springt ihr. Ah ne, ihr müsst rein. Nein. Du musst mir mal helfen. Wahrscheinlich muss man von diesem Endlosfall auf die Sprungplattform und der andere muss dann an diesen Kristall kommen, der hochgeschleudert wird. Wie ein Deckel, oder? Oder? Ist das möglich? Kannst du auch nicht stellen. Also kommst du da dran? Nö. Was? Wobei, warte, ich habe eine neue Idee. Du musst auch hier hin, dann stelle ich mich auf dich, du springst hoch und dann kann ich hier drunter vielleicht durchspringen, okay. Und komm da dran. Dann musst du mir aber erstmal helfen. Ja. Du musst doch wieder hier rüber auf dieses Gelbe. Ich kann auch sofort. Achso, stimmt. Oder so. Ja.
mal zu, ja, du stellst dich jetzt auf das Blaue, dann stelle ich mich auf dich drauf, du springst hoch, ich spring hoch und es reicht gerade nicht aus. Kannst du da noch die Butterflügel reinbringen? Ja. Wobei, kannst du dich auf das Gelbe stellen? Was für eine Seite? Nee, da auf das Gelbe. Okay, lecker. Das bringt nichts. Sobald man auf dem Gelb ist, kann man nicht springen. Ja. Das kann man halt nur killen. Ja, ansonsten wüsste ich das jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja, ich würde sagen, von diesem Endlos-Sprung rechts auf das Gelbe und der andere muss dann schnell. Ich ran, so schnell. Ja. Das wird nicht klappen, weil wir, guck mal. Ich glaube, es ist ja viel zu weit weg. Ja. Echt? Ja, guck mal. Ich komme ja nicht mehr weiter. Ja, nein, nicht von dem anderen. Oder wie? Ja, aber du kannst ja nicht so weit springen. Ach so, okay. Dass du da bis hier hinkämst. Na gut. Ich dachte, vielleicht geht das. Das funktioniert ja leider auch nicht, dass man das mit dem Sprung da weit genug macht. Wenn du da so schön rumspringst gerade, Sarah, kann Hack dann auf das Grüne gehen und du hebst sie hoch? Aber das immer so vorne machen, wie vorhin auf das Gelbe, wie ihr das gemacht habt, das da hoch. Und dann bleibt sie aber einfach stehen und du kriegst den Booster. Ich kann wieder beide auf den blauen stellen, wo du jetzt drauf bist, und mach das nochmal so wie vorhin. Ja, dann muss er dann wieder hin. Ja. Und dann bleibst du als Roter stehen. Und dann machst du, wie ich vorhin gedacht habe. Dass da die Grüne durch das Grüne Portal geht. Hä, wie jetzt nochmal genau? Ich hab's nicht ganz verstanden. Also jetzt. Ja, nochmal so. Achso, jetzt kannst du hier unten durch, genau, dann kannst du auf mich drauf springen. Ey, nee, du musst dich unter mich dann stellen. Warte, genau, und jetzt spring hoch. Ja, du musst schon vorher dann springen. Und dann würde das aber, denke ich, vielleicht ausreichen. Ne, anderswo. Mal guck, wie hoch ich komme. Jetzt musst du springen. Du parkierst ja durch, ja? Ich weiß nicht, ob du früher springen musst oder ob es vielleicht doch nicht so geht. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ah, wieder falsch rum. Jetzt schon. Aber es klappt nicht, oder? Nee, kann sein, dass es nicht klappt. Was ist, wenn ich dann dich hochbringe, also hier bei dem Blauen, dann springst du da und dann bleib ich hier auf der Seite vom Game stehen. Dann kannst du dich selber boosten. Das ist auch eine Idee. Echt? Hä? Gucken wir mal. Komm, bring mich erstmal hoch. Muss ich wieder auf dich trauen? Ja. So, und jetzt durchs Grüne. Genau, du willst das Grüne? Ja. Genau, du gehst halt das Grüne und dann gehe ich halt hier schnell runter. Ja. Dann gehe ich aufs Gelbe oder wie? Ja. Und jetzt? Jetzt. Oh, oh. Oh, das geht. Das ist interessant. Ah, okay, ja, dann muss ich nochmal durchs Grüne durch. Ah, ja, Florian. Okay. Wann wollt ihr essen? Achso, kann ich dir sagen. Boah. Die Liste ist eh falsch, ne? Warte. Müssen wir gleich mal online gucken. Ja, die Bilder. Was bringt das dann? Ja, ich wollte es ja doch zurückschleudern. Achso, ja. Ach nee, ich. Ich bin halt nicht. Ja, ich schleudere die einfach zurück. Ich glaube 16:30 oder? Halb 5? Dann lasse ich mich aber auch extra. Also, okay, wenn ich dich jetzt da. Ja, ich ditch aber extra dagegen jetzt, und wenn du halt. Also wenn ich jetzt da auf das Gelbe gehe, was passiert dann nochmal? Du bleibst stehen und dann gehst du nochmal nach links, dann wird das Grüne. Okay, dann bleib ich jetzt hier stehen. Hä? Das ist aber nicht gegen so. Die Wand gebaut. Ja, hab ich extra gemacht, weil ich jetzt auf Serra stehe. Warte mal, ich glaube eher so. Dass ich muss dich da durchbekommen, dann fällst du ja hier durch. In der Zeit muss ich hier lang gehen, damit ich da durchfahre und dann hier so durchkomme. Wow, ja. Echt, diese Level, die sind einfach so kompliziert, diese Special-Dinger. Das andere ist einfach so stumpf. Ich muss also jetzt erstmal auf dich drauf und du hüpfst hoch, ich hüpf hier so, genau.
So, dann gehst du auf das Gelbe, ich muss dich durchbomben und in der gleichen Zeit dann versuchen, auf die andere Seite. Ja, aber so sind die Special Welt Dinger. Fackelt, nicht geschafft. Aber du musst so schnell auf seine Leuchte. Ja. Zumindest ist das ein Lösungsansatz, der funktioniert. Also es könnte klappen, es ist nur das Zeit, ich könnte das knapp werden. Ja, mal gucken. Die ganzen Dings, Special Dinger sind so. Fuck it! Ich bin gegengehauen. Aber es hätte wahrscheinlich funktioniert. Ja, was immer noch. Doch, hätte ich gemacht, aber dann speichert. Ach komm, ich muss mal hoch. Schwierig, schwierig. Ja, was wir jetzt einfach noch machen, ist hier ein bisschen Bonus umprobieren. Ja. Übrigens. Du kannst das Viech danach noch fangen. Ich weiß. Yeah! So war es gedacht. Noch wer? Du musst dann noch auf die Wolke kommen. Ohne Glitch. Ich glaube, in der Wolke musst du dich da hinstellen und dann einfach da drauf springen. Ja. Das könnte gehen. Hä? Oh. Wie geht das denn? Hä? Super Jump. Super Jump. Oh. As abuse. Na, no, okay. Dann Run fertig. Aber ich denke, das war's dann. Ja. Ich hab Peanut Butter. Yeah. Nee, jetzt kämen wir gar nicht mehr da. Das ist einfach so toll. Ja, aus. Die Hände da so reinfallen. Warte hier. Cam, da, alle. So halten. Die Hände müssen da so reinfallen in die Cam. Du musst doch mal reingucken. Ist da Staub drin? Hallo. Nein, ist da Staub drin? Komm mal was? Rein. Hallo. Ja, was? Ich glaub nicht. Jetzt müsst ihr euch die Wand anschauen. Nein. Die Kabel hinterm PC, okay. Kabel any person. Oh nein, geh aus dem Grund auf. Hack, hast du das eigentlich gezeigt, dass du deine Fingernägel extra für das Spiel angemalt hast? Oh nein, das muss ich jetzt zeigen. Ja. Da. Und. Da. Hier. So. Setup hier führt auch noch ein bisschen länger wahrscheinlich. Wenn du mal auf Klo müsst, alle jetzt. So, weil ich muss einmal mit Kiko kommen, er wollte irgendwas. Mit einem Zeichen. Also, Gotcha hatte 15 Euro nochmal gespendet. Ja. Ich glaube, Chaos, wir brauchen Mathe-Künstler. Was für 45 plus 5? 90. Plus 45 plus 5. Ja, nee, es geht weiter. Plus 15. Warte. 45 plus 5, 50, ja. Plus 15. Ja, plus 25. Plus 25 sind 90. Guck. Sind alle. Drin, haben wir alle drin, gut, das wollte ich so wissen. Ja. Und daraus die dritte Wurzel, Chaos. Die dritte Wurzel? Die dritte Wurzel. Aus 90? Ja. Ja, wir hören. Was kommt danach? Warte. Ich schau mal eben nach. Warte, bevor Mike das sagt, warte, ich will gucken, wie wir da reinkommen. Ich muss erst mal rein.